Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen. Wir hören jedoch von der Polizei, dass der Straßenstich und die Laufmobile, diese vergammelten Wohnwagen am Straßenrand, das Gefährlichste sind für die Frauen. Sie sind isoliert, niemand kennt sie, es gibt keine Gesundheitskontrollen etc. Und sie sind in der Gewalt der marodierenden Zuhälterbanden ausgeliefert, die heute häufig aus Osteuropa kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen, das Zitat stammt nicht von mir, sondern von der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer aus dem Jahre 2013. 6 Jahre später sind wir trotz Inkrafttretens des Prostitutionsschutzgesetzes aus dem Jahr 2017 in der Sache Laufmobile nicht wirklich weitergekommen, vor allem nicht in Niedersachsen. An den Landstraßen sieht man, Land auf, Land ab, sind sie bei uns allgegenwärtig. Werte Kollegen, wie meine kleine Anfrage aus dem Anfang dieses Jahres aufzeigte, gibt es derzeit in Niedersachsen ca. 100 Laufmobile, die von der Dunkelziffer hier mal ganz zu schweigen. Im genannten Prostitutionsschutzgesetz werden unter § 19 die Mindestanforderungen für Prostitutionsfahrzeuge aufgestellt und hiermit werden diese Liebesfahrzeuge auch gesetzlich legitimiert. Aus Gewohnheitsrecht und gesellschaftlicher Akzeptanz wurde somit ein legalisierter Ist-Zustand. Man mag hier und heute oder generell zum Thema Prostitution stehen, wie man will, bloß dennoch sollte uns doch eines mahnen, und das ist die Sicherheit und die Gesundheit der wahrlich gefährlich diesen gefährlich ausübenden Berufen, die Frauen. Und hier springen wir als Gefahrenherde springen halt voll allen, besonders diese Laufmobile hervor. Unter menschenunwürdigen Bedingungen und erheblichen Druck von kriminellen Zuhälterbanden müssen diese Frauen an den Straßenrändern Niedersachsens ausharren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dies unter immensen Gefahren für Leib und Leben. Mag mit dem Prostitutionsschutzgesetz im Jahre 2017 ein durchaus richtiger Schritt gemacht worden sein, gibt es doch gerade im Anbetracht dieser Laufmobile noch einen erheblichen Verbesserungsbedarf, und den trägt unser Antrag die Rechnung. Wenn wir den Punkt 1 uns anschauen, ist dies einfach eine Forderung aus der Praxis. Wenn wir sagen, die Landesregierung soll die vollständige Sperrgebiete an Landstraßen für die Ausübung der Prostitution in Prostitutionsfahrzeugen prüfen. Denn diese Forderung hat bereits die Anne Behrens, damals wie heute Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Stade, gefordert und hier auch einen Brief mit Kolleginnen und Kollegen aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg an den damals und heutigen Innenminister Boris Pistorius geschrieben, um ein Verbot der mobilen Vergnügungsstätten durch eine Sperrverordnung zu erreichen. Einige Monate zuvor hatte jene Frau Behrens in der Süddeutschen Zeitung wörtlich erklärt, es ist unerträglich, wie die Zahl der Laufmobile wächst. Der Minister muss handeln. Knüpft unser Punkt 1 bereits eine praxisorientierte Forderung auf, haben wir sogar für den Punkt 2 eine prominente Unterstützung. Wenn ich zitieren darf, wenn ich eine Würstchenbude am Straßenrand aufstelle, steht in wenigen Minuten das Gewerbeaufsichtsamt auf der Matte. Für Laufmobile fühlt sich aber niemand zuständig. Diese Worte sind auch von dem werten Kollegen Heiner Schönicke, der heute leider nicht anwesend sind, aus dem Jahre 2013 im Wochenblatt. Somit müssten wir eigentlich zumindest eine Stimme für unseren Antrag bekommen. Auch nach der Posse von Herrn Mayer und Herrn Schünemann bin ich auch mir hier nicht mehr sicher. Zurück zum Thema. Dena Meyer, natürlich. Aber zurück zum Thema. Die Einhaltung von § 19 des Prostitutionsschutzgesetzes muss Politik, Behörden, Polizei und letztlich auch Justiz sichergestellt und überwacht werden. Wie unser Antrag vorsieht, gilt es, praxisbezogene Anpassungen um Gesundheit und Sicherheit für Arbeitsbedingungen in diesen sogenannten Laufmobilen zu verbessern. Deshalb fordern wir 3 einfache Maßnahmen, die diese Felder abdecken sollen. Erstens, der Sanitärbereich muss über fließend Wasser verfügen. Zweitens, das Fahrzeug muss über ein Notrufsystem verfügen, bei dem man durch einen einzelnen Knopfdruck Hilfe geholt werden kann. Und drittens, es muss eine ausreichende Heizung vorhanden sein.
Dies, meine Damen und Herren, klingen nach Selbstverständlichkeiten. Doch wer mal aufmerksam durch Niedersachsen fährt, und dann fallen diese schäbigen, verdreckten, heruntergekommenen Wohnmobile am Straßenrand sofort aus. Hier werden offensichtlich die einfachsten Grundbestimmungen des § 19 des Prostitutionsschutzgesetzes nicht eingehalten. Die Kommunen und das Land schieben sich hier den schwarzen Peter zu, und keiner fühlt sich hier wirklich zuständig. Frauen, die an dunklen Straßenrändern in abgehalfterten Wohnmobilen erniedrigende Arbeit verrichten müssen. Und wir als Politik schaffen es nicht, einmal Mindeststandards wie Heizung und fließend Wasser vorzugeben. Das muss ein Ende haben. Und wir müssen Verantwortung übernehmen und den Prostituierten Schutz und Hilfe geben. Aber auch den Kommunen und Kreisen dabei unterstützen, die Erhaltung der gesetzlichen Bestimmungen überwachen zu können. Werte Kollegen, die Würde der Frauen wird in Wirklichkeit nicht daran gemessen, ob in den Parlamenten irgendwelche realitätsfernen Quotenregelungen eingeführt wird oder gendergerechte Sprache in den Städten vorhanden ist. Nein, die Würde der Frau muss genau dort verteidigt werden, wo sie als Objekt männlicher Begierde degradiert und ausgebaut wird. Wenn die sogenannten Love-Mobile sind es, die in Wahrheit keine Orte der Liebe, sondern der Gewalt, Verrohung und Entmenschlichung sind. Und das, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir einen letzten Satz, kann in einem zivilisierten Land nicht länger geduldet werden. Die nischenrechtlichen Räume dürfen nicht länger geduldet werden. Wir als Landespolitik stehen hier in der Pflicht, diese überfällige Debatte durchzuführen. Und unser Antrag ist hierfür ein erster Schritt. Und ich bitte Sie um Unterstützung. Vielen Dank.